Ich glaube, ich würde es voll gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, mein kleiner Bruder würde sich das eher wünschen als ich. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Virtual Reality ist nach meiner Wahrnehmung momentan so der große neue Trend, beflügelt dadurch, dass Smartphones immer leistungsfähiger werden, sodass man sie in eine entsprechende Gerätschaft einklinken kann und dann vor den Augen eine komplett künstliche, digital erzeugte Welt erlebt. Zum Beispiel, wenn man jetzt in einer prähistorischen Zeit ist bei Dinosauriern, dann ist es so, als würde der Dinosaurier direkt vor dir stehen. Sicherlich sind in der Virtual Reality die Sinneseindrücke sehr viel intensiver, als wenn ich nur auf einen Bildschirm starre, wo etwas vor mir abläuft. Ich bin durch die Dreidimensionalität anders einbezogen in ein Spiel oder in ein Lernprogramm. Aber sobald ich die Datenbrille absetze, bin ich auch wieder in der Realität. Von daher sehe ich keine große Gefahr jetzt besonders durch Virtual Reality. Ich denke, für manche Spiele ist das vielleicht ganz gut oder ganz lustig, da so live mit dabei zu sein. Aber ich denke, in den meisten Situationen ist das, glaube ich, nicht richtig. Das kann, glaube ich, ganz schnell missbraucht werden oder man verliert sich dann komplett da drin. Wenn ich natürlich stunden- oder tagelang in einem Spiel unterwegs bin, wird es schon interessant, denn sobald ich mich hineinbegebe in diese virtuelle Realität, blende ich die reale Welt ein gutes Stück aus. Das ist etwas, wo wir sicherlich noch Erfahrungen sammeln müssen, wie damit pädagogisch angemessen umzugehen ist. Klar, man kann sich nicht mehr so gut mit den anderen unterhalten, aber ich glaube, es ist schon die Zukunft. Ich glaube nicht, dass Eltern, Pädagogen oder Lehrer Angst vor Virtual Reality haben sollten. Das ist fast ein bisschen ahistorisch, diese Argumentation, denn seit es Medien gibt, gab es immer wieder beim Aufkommen eines neuen Mediums die Sorge, dass das jetzt ganz besonders gefährlich für Kinder und Jugendliche war. Das war mit der Schmutz- und Schundliteratur so, das war gerade beim Aufkommen des Films, der eben reale Eindrücke der Welt an die jungen und alten Menschen herantrug, die große Sorge. Das war beim Aufkommen von PC-Spielen die Sorge. Es hat sich nie bewahrheitet, dass die Medien an sich das Problem sind. Im Gegenteil, ich sehe in diesen Weiterentwicklungen immer auch grundsätzlich Chancen, denn was bringen uns Medien? Information, Unterhaltung, gegebenenfalls sogar Bildung. Und wenn ich Experimente, die ich so in der Realität nicht durchführen könnte, virtuell erleben kann, wenn ich Gegenden, Landschaften erfahren kann, zu denen ich sonst keinen Zugang habe, dann ist da auf jeden Fall mal eine große Chance drin, was Bildung und Information angeht. Und auch im spielerischen Bereich kann dies nochmal neue Erfahrungen ermöglichen. Das ist an sich nichts Schlechtes, denn Spielen gehört zum Menschsein dazu.